The Lego Movie 3. Benny, was ist da los, Benny? Das Flugzeug, das die Rakete, das Raumschiff spinnt. Ich hab Aua. Au. Au. Benni? Ja, was ist denn? Ich und Emmet haben beschlossen zu heiraten. Was? Was? Ja, da stimme ich dir dazu. Ja. Oh. Ihr seid erst seit wann seid ihr zusammen? 2 Minuten? Ja. Oh Gott. Okay, das ist echt krank. Ja. Na gut, mich geht's nicht an. Aber ich kann euch nicht zusammen... Also ich kann nicht bei eurer Hochzeit dabei sein. Also ich kann dabei sein, aber ich kann euch nicht... dieses langweilige Gelaber... wisst ihr vielleicht, ob hier wo ein Anwalt ist? Nein, wissen wir nicht. Hier, das ist mein neuer Roboter. Den habe ich selbst zusammengebaut. Er heißt G2H2. Er ist ja nett. Und was kann der? Keine Ahnung, ich glaube, er kann hacken, so wie ich. Yay! Und ja. Er sagt, dass er es auch lächerlich findet, dass ihr schon nach 15 Jahren heiraten wollt. Oh Gott! Naja, man muss es ihm lassen. Ist es denn nicht schlimm? Es ist doch eh nicht schlimm. Wir lieben uns ja und das ist doch okay. Aber der Roboter hat recht. Ja, wirklich, oder? So, ich und Lucy sind jetzt zusammen. Oh Gott. Und wir heiraten. Und zwar noch heute. Wirklich heute? Nein, lieber morgen, okay? Gut, morgen. Und wo heiratet ihr? Okay. Im Arsch der Welt, habe ich recht? Nein. Oh. Joda, du hast nicht recht. Ja, wahrscheinlich in irgendeinem Rathaus bei irgendeinem Anwalt. Oh. Aber in der Zeit können ich und Yoda und G2H2 nicht dabei sein, weil wir das Raumschiff reparieren müssen. Gut. Dann können die Rechtlichen kommen. Warst du wieder bei McDonnie? Ja, leider. Das ist so lecker, ne? Übrigens, wir stehen gerade neben McDonnie. Wollen wir vielleicht den McDonnie heiraten? Nein. Okay, ja, doch. Jetzt und sofort. Na gut. Steht auch jemand drin, sehe ich. Cool. Na los, dann rein. Gut. Willst du Lucy Emmet zu deinem regelmäßigen Ehemann nehmen? Ja, ich will. Und Emmet, willst du Lucy zu deiner rechtmäßigen Ehefrau nehmen? Ja, ich will. Ich hab einen Stimmbruch. Sorry. Ihr dürft die Braut jetzt küssen. Das ist echt schwer, dieses Cockpit. Ja, und dieses Flügelding da auch. Also,
Also, ich habe jetzt das Cockpit angebaut und wir sind jetzt fertig mit dem Raumschiff wieder bauen. Wie wär's denn? Wir fliegen jetzt weiter? Nein, wir können doch hier noch einen schönen Abend machen, in McDonald's gehen, uns ein paar Konzerte angucken. Na gut, aber nur weil ihr heute geheiratet habt. Super, Jiggy, danke. Danke. Oh, Emmett, geht's dir gut? Ja. Wie sagt Benny? Oh, du hast schon wieder einen Stein des Widerstands auf den Kopf. Ja, hast du. Ach, wir hätten nicht losgehen sollen. Wir hätten lieber auf meinen Fahrerschlag hören sollen und mit dem Raumschiff fliegen sollen. Na dann, weiter geht's. Ah, Hilfe! Lord Chirom kommt. Er will uns alle töten. Man kann ihn nur aufhalten mit dem Stück des Widerstands. Du hast es ja auf dem Kopf. Ja, gut. Dann führ mich zu ihm. Ich werde ihn schon besiegen. Wie schon ein paar andere Male zuvor seinen Kompanen. Aua. Hua, hua, hua. Oh nein. Ihr habt ja das Stück des Widerstands. Nein. Nein, Emmett. Ende. Herstellung, Wii Games Testers E.V.J. Und ein Special Guest, M. Punkt. Aber nicht Mr. M. M. Punkt hat auch beim letzten Mal bei Lego Movie 2 mitgespielt. Das war Lego Movie 3. Mach was du willst, auch wenn's keinen bewegt. Keiner versteht, womit ne Blonden und Brünetten in der Dreier WG. Die Stimmen waren Emmett, waren M. und V. Der Staatsanwältin, die Lucy und Emmett zu Paar gemacht hat, hat V. gesprochen. Lucy, M. Oder M. Benny, V. H2G zu H2F. Wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komm ich da bloß rein? Der komplette, der ganz böse. Dort Chiron. Gesprochen von M. und V. Da oben rein, wie soll das gehen? Dorfbewohner von Fabrik. Lieder am Anfang Kultur Traum, am Ende OMG.